So, nachdem wir das letzte Mal ein Promo-Pack hatten, gucken wir uns jetzt ein Premium-Promo-Pack an. Und ja, ich mag die einfach. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich die jetzt so spät bekommen habe, diesen Brief, aber okay, eigentlich war die Order auch gecancelt. Ich werde mal mit dem Verkäufer reden müssen. Zuallererst, das Wichtigste. Viel Spaß damit, ist mir egal. Dann haben wir Yashadan, die unerbittliche Erde, 4x44. Wenn ein Spielfeld kommt, suchen wir unser Deck nach einer Wald- und einer Ebene-Standardlandkarte. Zeigen Sie offen vor, nehmen Sie auf die Hand. Sehr mächtig. Und Spieler können keine Lebenspunkte bezahlen oder bleibende Karten, die kein Land sind, opfern, um Zaubersprüche zu wirken und Fähigkeiten zu aktivieren. Richtig mächtige Karte eigentlich. Es wird viel zu wenig gespielt. Elementarwesen Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. In die Turbulenz hinein. Into the Royal. 2 Mana, Spontanzauber. Man bringt eine bleibende Karte, die kein Land ist, zurück auf die Hand. Das Ding hat Kicker, also Bonus. Und wenn das gebonust wurde, aber wenn die Bonuskosten bezahlt wurden, so heißt es in Deutsch, zieht man eine Karte. Und wir haben Nyx Blütenurwesen. 7 Mana, 5/5 Trampeln. Und wenn eine bleibende Karte Mana erzeugt, also wenn man eine bleibende Karte für Mana tappt und die dann Mana erzeugt, erzeugt stattdessen das Dreifache an Mana. Uff, das ist gut. Schon eine gute Commander-Karte. Ja, heute wieder ein Quickie. Und ja, ich habe da eigentlich auch noch was anderes. Komm, scheiß drauf. Machen wir auch noch ein Promopack auf. Oh, pssst, erzählt das niemandem. Ich mache das hier ganz schnell noch nebenbei auf, weil ich gehofft habe, dass ich dazu ein eigenes Video mache. Aber pssst. Sogar noch ein Code Nummer 2, aber nur die Leute, die auch weitergeguckt haben. Tyrann der Leyline, 4 Mana 4-4 fliegend und unverbrauchtes rotes Mana behält man. Und wenn er stirbt, können wir eine beliebige Menge an rotes Mana bezahlen und wir können einem Ziel unserer Wahl entsprechend Schadenspunkte zufügen. Der ist mächtig. Ist der Mythic? Echt gut. Ausbruch der Turbulenzen, 2 Mana extra Reihe mit 5 Mana Bonus und sie fügt einem Ziel 3 Schaden zu, seinen Symbolkosten bezahlen, dann 5. Und Schloss von Funkenhort. Kommt getapptes Spiel, es sei man kontrolliert ein Gebirge und tappen wir ein rotes und 3 Mana tappen Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen plus 1 plus 0. Das ist pur rot. Pur rot. Danke dafür, Ursatz. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Nablaxet. Ciao, ciao.